Wir möchten Ihnen jetzt eine junge Frau vorstellen, die die ersten Bühnenerfahrungen schon gesammelt hat. Noch in jungen Jahren mit ihren ehemaligen Rockband-Kollegen war sie auf Tournee. Patricia Hill heißt sie. Jetzt startet sie mit ihrer neuen Band durch. Wir haben sie bei der Veröffentlichung ihres Debütalbums besucht. Und ich kann Ihnen sagen, sie hat eine Riesenfreude. Das ist Patricia Hill auf dem Weg zu ihrem großen Tag. Nach vielen Jahren harter Arbeit, einer klassischen Gesangsausbildung und zahlreichen Auftritten ist es endlich soweit. Die 28-jährige Wiener Sängerin darf ihre erste CD mit eigenen Songs präsentieren. Mein Traum war das sowieso immer schon von klein auf, dass ich eines Tages mal auf der Bühne stehe und meine eigenen Songs performen kann. Und insofern bin ich froh, dass heute endlich der Tag gekommen ist, dass ich meine eigene CD in den Händen halten kann und sage, das ist mein erstes, meine Demo-CD, mein Debüt. Auf das bin ich stolz und das kann ich jetzt auch dann Leuten präsentieren. Mein allererster Auftritt, der war mit 11 Jahren im Reichenauer Weißnix-Schlössl bei der allerersten Mini-Playback-Show, wo ich mitgemacht habe. Und ja, das bleibt unvergesslich. Patricia lässt sich keine Chance entgehen, um auf der Bühne ihr Talent unter Beweis zu stellen. Bereits in jungen Jahren nimmt sie an verschiedenen Gesangswettbewerben teil. Patricias Mutter hält jeden ihrer Auftritte mit der Kamera fest. Patricias bisher größtes Highlight war ihr Live-Act am Donauinselfest im letzten Sommer. Dort hat sie unter anderem Lieder von Mariah Carey und Whitney Houston gesungen. Denn die Stars der 90er waren schon immer ihre Vorbilder. Dadurch, dass meine Mutter immer Musik gespielt hat, habe ich immer gesungen, immer zu diesen Songs eben. Und ich muss schon sagen, dass auch musikalisch das meine Richtung ist, wenn es jetzt ums Genre geht, also Popmusik, englischsprachig, das ist so mein Favorite. Mittlerweile hat sich Patricia ihre eigenen Songs komponieren lassen. Songs, die auf Anhieb ins Ohr gehen und die Musik ihrer großen Idole wieder aufleben lassen. Ein melodiöses Keyboard, mitreißende Beats und eine facettenreiche Stimme zeichnen die Band aus, die Patricia Hill gemeinsam mit ihren Kollegen letztes Jahr gegründet hat. Eine Band mit 5 leidenschaftlichen Musikern, die sich gesucht und gefunden haben. Ich habe unter anderem den Tom Niesner, den Bassisten, einmal bei einem Musikerstammtisch kennengelernt. Und den Schlagzeuger kenne ich noch aus meiner alten Band, Mike Pavlovic. Und sonst Wolfgang Bayer ist eben der Komponist der Songs, die am Album sind. Insofern kennt er die Songs am besten und spielt natürlich in der Band. Mit der Produktion ihres Debütalbums Patricia Hill ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Hinter jedem der 5 Pop-Songs steckt eine Menge Arbeit. Diese hat sich aber definitiv gelohnt. Nach fast einem Jahr kann die stolze Sängerin endlich ihre eigene CD in Händen halten. Gewidmet hat Patricia diese einer ganz besonderen Person, ohne die sie ihren Traum wohl nie verwirklicht hätte. Die CD ist meiner Mutter Malise gewidmet. Sie war eben damals, wie ich zum Singen gekommen bin, meine größte Stütze. Sie war bei jedem Auftritt dabei und hat den mitgefilmt. Und deshalb habe ich ihr auch mein Album gewidmet, weil ich mir denke, ohne sie würde ich wahrscheinlich heute nicht hier stehen. Und das ist eine nette Idee und die wollte ich auf jeden Fall umsetzen. Geplant sind weitere Auftritte in Österreich, unter anderem auf dem diesjährigen Donauinselfest. In wenigen Monaten soll auch das Musikvideo zur ersten Single I Know What I Want erscheinen. Mit ihrer Karriere steht die junge Sängerin erst am Anfang. Wir dürfen also gespannt sein, was wir in Zukunft noch alles von Patricia zu hören bekommen. Ja, Patricia Hill, eine tolle Musikerin.